Hi, weißt du, was Dynamic Decision Making ist? Dynamic Decision Making ist ein alltäglicher Prozess für uns. Denn wir alle machen diese Art von Entscheidungen andauernd. Oft ohne, dass wir es selbst bemerken und meist auch ohne die Werkzeuge der klassischen rationalen Entscheidungstheorie einzusetzen. DDM ist zielgerichtet. Es gilt, mindestens ein Ziel, meistens aber mehrere Ziele zu erreichen. In der Betriebswirtschaftslehre ist dieses Ziel oft die Gewinnmaximierung. In der Geschäftspraxis hingegen sind es typischerweise mehrere miteinander verflochtene Ziele. Des Weiteren, wie schon durch das Adjektiv Dynamic deutlich wird, hat DDM von Natur aus einen dynamischen Charakter. Das heißt, es ist nicht eine einzelne Entscheidung zu einem einzelnen Zeitpunkt, sondern eine zusammenhängende Serie von Entscheidungen notwendig, um das Ziel oder die Ziele zu erreichen. Spätere Entscheidungen sind durch vorhergehende beeinflusst und diese beeinflussen wiederum alle nachfolgenden Entscheidungen. Außerdem fallen die Entscheidungen in einem Umfeld, das sich durch externe Faktoren selbst permanent verändert. Schließlich müssen dynamische Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden. Aus all diesen Gründen ist DDM eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die Menschen oft misslingt. Statt intuitiv zu entscheiden, empfiehlt die Forschung eine bewusst analytische Vorgehensweise, um durchschnittlich bessere Ergebnisse bei dynamischen Entscheidungen zu erzielen.